Der Drehmomentwandler ist die wohl am wenigsten verstandene Komponente heutiger Fahrzeuge. Dabei ist sie eine Kernkomponente von modernen Automatikgetrieben. In dieser Animation soll kurz Aufbau und Funktion des Drehmomentwandlers beschrieben werden. Der Drehmomentwandler besteht aus einem Pumpenrad. Dieses besitzt gekrümmte Schaufeln und ist vollständig mit Öl gefüllt. Sobald sich das Pumpenrad zu drehen beginnt, ist das Öl der sogenannten Zentrifugalkraft unterworfen. Die Zentrifugalkraft ist eine nach außen gerichtete Kraft, die mit steigender Drehgeschwindigkeit des Pumpenrads zunimmt. Somit wird das Öl von innen nach außen gedrückt. Dem Pumpenrad gegenüber steht das Turbinenrad, welches im Grunde ein umgekehrtes Pumpenrad ist. Hierbei sind die Schaufeln entsprechend umgekehrt angebracht. Mit den Schaufeln des Turbinenrades wird die Energie des Öls, welches vom Pumpenrad beschleunigt wird, aufgenommen. Die hier rot dargestellten Schaufeln sind jene vom treibenden Pumpenrad. Die gelben Schaufeln sind die vom angetriebenen Turbinenrad. Hierbei fällt auf, dass die Drehzahl des Turbinenrads geringer als die des Pumpenrads ist, weil unter anderem Energieverluste zwischen Pumpenrad und Turbinenrad entstehen. Der Weg des Ölstroms soll hier noch einmal verdeutlicht werden. Das Öl gelangt im Inneren des Pumpenrads durch die Drehung von innen nach außen und überträgt die Energie auf das Turbinenrad. Beim Turbinenrad sind die Schaufeln so angeordnet, dass das Öl nach innen befördert wird, wonach es erneut in den inneren Teil des Pumpenrads gelangt. Von hier aus setzt sich der Kreislauf fort. In dieser Zusammenstellung handelt es sich zunächst noch um eine sogenannte Föttinger-Kupplung. Hierbei wird kein Drehmoment gewandelt. Um Drehmoment zu wandeln, wird ein sogenanntes Leitrad benötigt, welches sich zwischen Pumpenrad und Turbinenrad befindet. Das Öl, kommend vom Turbinenrad, stützt sich an den 90 Grad gekrümmten Schaufeln des Leitrades ab. Hierdurch entsteht ein Rückstau, der am Turbinenrad eine Vergrößerung des Drehmoments zur Folge hat. Das Pumpenrad ist am Gehäuse fixiert, wobei das Gehäuse mit dem Motor verbunden ist. Der Motor übermittelt somit die Energie an das Gehäuse wiederum an das Pumpenrad. Im Inneren existiert weiterhin eine Kupplung, deren Sinn und Zweck später erklärt wird, und eine Welle, die das Turbinenrad mit dem Getriebe und damit den Rädern des Fahrzeugs verbindet. Im Grunde werden mit Hilfe eines Drehmomentwandlers drei Phasen abgedeckt. In der ersten Phase dreht sich lediglich das Pumpenrad, nicht aber das Turbinenrad. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Fahrzeug an einer Ampel steht, die Bremse vom Fahrer betätigt ist, der Motor jedoch weiterhin läuft und somit das Pumpenrad in Drehung versetzt. Die zweite Phase ist das Anfahren, sobald die Ampel auf grün schaltet. Jetzt generiert der Motor eine höhere Drehzahl des Pumpenrades, weil der Fahrer auf das Gaspedal tritt. Die Bremse wurde vom Fahrer gelöst und das Turbinenrad wird durch den entstehenden Ölstrom angetrieben. Dabei dreht sich das Turbinenrad weitaus langsamer als das Pumpenrad, zum einen durch Verluste, zum anderen aber, weil das Leitrad einen gewollten Stau des Ölstroms verursacht, welcher zu einer geringeren Drehzahl des Turbinenrads führt, jedoch auch zu einem höheren Drehmoment am Turbinenrad. Eine Steigerung des Drehmoments ist insbesondere beim Anfahren von großer Bedeutung. Die dritte Phase beschreibt das Fahren mit erhöhter Geschwindigkeit. Jetzt haben Pumpenrad und Turbinenrad annähernd die gleiche Drehzahl und das gleiche Drehmoment. Das Leitrad dreht sich hierbei mit. Um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen, kommt nun die Kupplung ins Spiel, die Pumpen- und Turbinenrad miteinander verbindet, sodass diese als einzelner Block umlaufen und die Übermittlung der Energie nicht weiter über den Ölstrom vollzogen wird.